Hallo, ich bin's wieder, Steuerberater Klaas-Peter Müller aus Hamburg. Zu finden unter cpm-steuerberater.de. Ich melde mich heute aus meinem Textmobil nochmal zum Thema: Ich beteilige mich einfach nicht an der Mehrwertsteuerabsenkung. Ich lasse alles so, wie es ist. Wir haben in der letzten Zeit mehrere Anrufe bekommen von Mandanten, deren Geschäft sozusagen über Dauerrechnung läuft, über eine Vielzahl von Dauerrechnungen, große, kleine Beträge. Und die sagen, was passiert, oder fragen, was passiert eigentlich, wenn ich nichts ändere? Wenn ich das einfach so laufen lasse und wenn das die Kunden nicht interessiert, die wollten sowieso die Rechnung so in der Höhe haben, das ist so vereinbart worden, das interessiert die auch alles nicht. Was passiert dann? Darauf möchte ich nochmal ganz kurz eingehen, weil wir hier eigentlich unterscheiden müssen. Bin ich jetzt Praktiker? Gucke ich mal, was passiert, oder bin ich Theoretiker und gehe natürlich genau nach der Steuertheorie. Grundsätzlich will ich noch mal ganz kurz zusammenfassen, was eigentlich hier jetzt passiert. Durch die Steuersenkung, Umsatzsteuersenkung 19 auf 16 oder 7 auf 5%, ist es so, dass derjenige, der die Umsatzsteuer ausweist, also der Leistende, auch die ausgewiesene Umsatzsteuer schuldet. Ob die jetzt richtig ist oder falsch, spielt keine Rolle erstmal, sondern die ausgewiesene Umsatzsteuer schuldet er. Jetzt gibt es natürlich jeweils drei Varianten. Einmal aus Sicht des Unternehmers jetzt: Ich habe Umsatzsteuer ausgewiesen, die ist zu hoch. Ich habe Umsatzsteuer ausgewiesen, die ist richtig. Oder Umsatzsteuer ausgewiesen, die ist zu klein. Und diese drei Unterscheidungen muss man betrachten, um die Folgen mal abzuleiten. So, habe ich eine Rechnung geschrieben, 100 Euro, und habe dort zu wenig Umsatzsteuer ausgewiesen, schreibe dort 10% drauf, schulde ich natürlich die richtige Umsatzsteuer. Das heißt, ich habe 110 Euro kassiert und aus den 110 Euro wären jetzt 16% rauszurechnen. Habe ich 16 Euro, also 16% berechnet, schulde ich die ausgewiesene Umsatzsteuer und sozusagen dann die richtige Umsatzsteuer, also auch 16%. Das wäre der richtige Fall. Habe ich jetzt weiterhin 19% ausgewiesen, also 100 Euro plus 19%, plus 19 macht 119. So, habe ich diese 19% abzuführen, weil ich die ausgewiesen habe. Denn der Unternehmer schuldet auch die falsch ausgewiesene Umsatzsteuer. So, und wenn wir diesen Fall jetzt mal annehmen, ich habe jetzt eine Menge an Dauerrechnungen, die habe ich einmal geschrieben. Die sind auch meinetwegen im Vorfeld bezahlt worden und die Leistungen sind Teilleistungen, die sozusagen einzelabrechenbar wären. Dann müsste man eigentlich als Unternehmer dem Kunden eine berichtigte Rechnung schreiben für den Zeitraum 1.7. bis 31.12., wo man darauf hinweist, 100 Euro plus 16% macht sozusagen 116 und die Differenz müsste dann erstattet werden. Wenn es nicht monatlich eingezogen wird, so dann monatlich zurück. Oder wenn es am Anfang bezahlt wird, dann eben in einem Batzen sozusagen zurückgezahlt. Wenn das jetzt nicht passiert, dann ist es aus Sicht des Unternehmers so, dann schuldet er die 19%. Da sagt der Unternehmer, ist mir egal, habe ich ja mehr eingenommen, führe ich ab ans Finanzamt, sollen sie doch bekommen. Solange der Kunde nichts einwendet und sagt, aber ich bekomme jetzt 2,38 Euro wieder, umgerechnet auf diese 3% Differenz, ja, dann ist das das Ergebnis. Dann braucht man sich theoretisch nicht damit befassen. Man führt die falsch ausgewiesene und vereinnahmende Umsatzsteuer ans Finanzamt ab und letztendlich war es das. Ne? Solange der Kunde nichts dagegen hat. So. Andersrum, wenn man zu wenig berechnet hat, schuldet man die eigentliche, das heißt die 16%, so, aber das hat man am Anfang schon mal gehabt. Ich will mich da jetzt nicht wiederholen. Das ist letztendlich die Konsequenz daraus, wenn ich die falsche Umsatzsteuer ausweise. Also kann sich jeder überlegen, macht er dieses Spielchen mit für dieses halbe Jahr, diese Vielzahl von Dauerrechnungen zu korrigieren, oder einigt er sich mit seinen Kunden darauf, dass ja eventuell irgendwie andere Leistungen erbracht werden, so die dann separat abgerechnet werden, dass das Ganze kompensiert wird.
oder er lässt es einfach laufen. Solange der Kunde sich nicht beschwert, weil eigentlich für die falsch ausgewiesene Umsatzsteuer, in unserem Fall, da es ja eine Senkung gibt und ich zu viel ausweise und freiwillig zu viel ans Finanzamt abführe, was mir dann egal ist, weil ich auch zu viel bekommen habe, in dem Falle hat ja eigentlich nur der Kunde eigentlich einen Wunsch, das zu ändern. Ne? Weil er offensichtlich dann, wenn kein Bruttopreis vereinbart ist, ja zu viel bezahlt. Und wenn er sagt, mich interessieren diese 2,55 Euro oder was auch immer in diesen Dauerrechnungen, wie es oft ja so passiert, zu korrigieren ist, dann läuft's. Ne? Dann, das ist steuertheoretisch falsch. Ne? Das ist schon viel irgendwo dargelegt worden. Aber jetzt so als Praktiker, ne? als Steuerberater, der sagt, was passiert, so, dann passiert nicht mehr. Das ist die einzige Aussage, die da zu treffen ist. Solange die Kunden das mitmachen, das Spiel, und sagen, mir ist es auch egal, so, dann kann man theoretisch sagen, lass laufen, änder nichts ab, die Zeit kann man sich sparen, mach Akquise, generiere Kunden, achte darauf, dass die neuen Verträge natürlich richtig geschrieben sind, und ansonsten geht das Leben weiter. Das wollte ich nur mal ganz kurz so auf den Weg geben, weil die Frage kam wirklich jetzt öfter, und ja, was soll man dazu anderes sagen? Solange der Kunde nichts dagegen hat, das Finanzamt wird es auch nicht, weil wir ja zu viel Umsatzsteuer bezahlen. So, das soweit zu diesem Thema, was passiert, wenn ich die Umsatzsteuer einfach ein halbes Jahr jetzt falsch ausweise. Wem dieser Kanal gefällt, liken, abonnieren, kommentieren und Fragen stellen, teilen mit anderen Unternehmern, die vielleicht diese Thematik zu interessieren hat. Und ansonsten sehen wir uns demnächst auf diesem praktischen Steuertipp-Kanal, Steuerspartipp-Kanal. Sehen wir uns demnächst auf YouTube, Facebook, Instagram und Twitter. Und ja, bis dahin. Tschüss.